Groß ist der Auramas ist der große Gott. Baga va vagachi baga. Baga vaga Auramas. Baga vaga Auramas. Baga vaga, also ungefähr. Baga vaga Auramas. Hier Bumim Ada. Hier Bumim Ada. Hier Bumim Marta. Hier Bumim Marta. Das kennt sie. Der große Gott, Auramasa, der die Erde erschaffen hat, der die Menschen erschaffen hat, der die Fröhlichkeit erschaffen hat, etwas ganz Wichtiges. Im alten Persien wurde nur gefeiert. Ja, jeden Monat gab es für den Monat einen Monatstag. 12-mal feiern. Für jeden Monat ein Tag wurde im ganzen Land gefeiert, einmal. Dann hatten wir Erntedankfest. Dann hatten wir die längste Nacht. Das ist 3 Tage vor Weihnachten. Der 21. Dezember im Iran ist Volksfest. Es wird genau wie bei Ihnen Weihnachten gefeiert. Wir haben nur 2 Unterschiede. Kein Weihnachtsbaum, kein Nikolaus, kein Weihnachtsbaum. Alles andere ist ganz identisch. Krippe. Essen, Obst, Nüsse, Süßigkeiten, die Kinder kommen, bekommen Geschenke. Und wir lesen aus dem Hafiz-Buch. Das machen sie nicht. Dann haben wir Tag der Liebe, Frau und Erde. Valentinstag, wir haben Tag der Liebe und Erde, also Frau und Erde. Valentinstag, Mehrega, was ist gut? Also Erntedankfest, Mehregan, das war im Herbst, Anfang Herbst. Sadechi, also zahlreiche Feste. Und die Trauerzeremonien, die in Iran jetzt sind, die sind erst nachdem der Islam in Iran gekommen ist. Und das ist wegen dem, also zum Beispiel Todestag von Prophet Muhammad oder den Imam. Nur, dass man das, also, dass sie immer sagen, der Gott hat die Menschen und Fröhlichkeit, das sagt auch Ashu. Osho kennt sie, den indischen Philosoph? Chakra, also Osho, sagt ihr etwas? Er hat ausgezeichnete Bücher, ja, Osho, der ganz bekannte indische von dieser Zeit. Er wurde aus Amerika ausgewiesen, ist er gestorben jetzt. Und nachdem er starb, Osho, er hat auch diese Theorie von den 7 Chakra im Körper. Chakra, das ist von Osho, ja. Er hat wunderschöne Bücher, ja. Und er ist